Was erwarten Sie von der Parts and Service World 2022? Ja, danke erstmal für die Einladung und ja, was wir erwarten. Also es ist ja für uns so ein Branchentreffpunkt, speziell für den ET- und Werkstattbereich, was sich ja von vielen anderen Messen so ein wenig abhebt. Und ja, wir erwarten halt hier viele ja, Kunden, kann man ja nicht so sagen, viele Kollegen zu treffen, den Austausch und auch, ja, viele halt Kontakte. Einfach Kontakte, das Netzwerk zu erweitern. Prima. Genau. Dann schon die nächste Frage, die ja da fast ein bisschen anschließt. Was hat Ihnen denn bisher besonders gut gefallen? Was war denn so Ihr Highlight? Also mein erster Eindruck war hier, dass es halt sehr professionell war. Also dass es die Messe sich im Vergleich zum letzten Mal nochmal gesteigert hat und nochmal an Professionalität, allein was die Standgestaltung angeht, sich erweitert hat und verbessert hat. Das ist ja auch ziemlich beeindruckend. Genau, ja. Genau. Und eins meiner Highlights, besonders heute, erstens dieser Riesenandrang, den wir, denke ich, alle verzeichnen. Und dass sehr viele junge Menschen hier sind und die sehr interessiert sind und die teilweise Wege auf sich nehmen, mitten in der Nacht um 2 Uhr losfahren und so weiter. Also das beeindruckt mich schon sehr. Das ist es ja auch. Genau. Ja, dann herzlichen Dank und weiterhin eine erfolgreiche Messe.